So, jetzt ist es soweit. Die Polizei möchte jetzt mal wissen. Die Polizei macht jetzt hier mal richtig Party. Sperrt hier ab. Jetzt wird es wirklich mal interessant, um was es hier geht. Jetzt ist mal wieder der Karl Hilz auf die Bühne. Donnert natürlich wieder wie verrückt von oben herunter auf die Polizei. Erwähnt auch hier gleich die ganzen Polizeivizes. Hinter uns nimmt schon wieder die Polizei Aufstellung. Das ist der übliche Vorgang, wenn der Karl Hilz auf die Bühne geht. Auf der anderen Seite ist es identische. Ich finde es ganz komisch, dass der Karl da irgendjemand triggert. Immerhin haben wir hier noch irgendwie Redefreiheit. Und ich finde es ganz schwierig, wie das so abläuft. Wir bleiben nur ganz kurz dran, was jetzt passiert, weil wir schon sehen, ob da ein Zugriff erfolgt oder nicht. Und bleiben wir mal einfach dabei. Ich finde es ganz komisch, dass es in unserem Land möglich ist. So, hier möchte jetzt die Polizei nochmal, ich würde jetzt mal sagen, den Karl von der Bühne holen. Da sind wir jetzt sehr gespannt, was da passiert. Also hier ist gerade ein buntes Gemisch aus entsprechender Polizei und Ordnern, Demonstranten. Ja, hier ein toller Auftritt auch zum Thema Unternehmer. Da gehöre ich ja auch dazu. Auch selbstständig, die ganzen Jahre schon, über 20 Jahre. Und hier geht es wirklich den Bach runter mit den ganzen kleinen Läden. Hier sieht man ein ganz tolles Bild. Endlich die Polizei mit den Demonstranten vereint. Sie stehen hier alle eng zusammen. Da interessieren die 1,5 Meter nicht. Die stehen auf der richtigen Seite. Die sind alle auf der richtigen Seite. Die wollen alle dasselbe. Die wollen einfach endlich ohne Maske frei hier wieder zusammenstehen.